Den Flugzeugen auf der Spur werden Besucher der Energiefabrik Knappenrode aktuell durch eine ganz besondere Ausstellung geführt. Aus der Luft sieht alles ganz anders aus. Das betrifft zum einen natürlich die Perspektive, zum anderen erschließen sich von oben aber auch völlig neue Einblicke in die Details der Landschaft. Und das machen sich seit rund 100 Jahren auch Archäologen zunutze, nach der Wende auch verstärkt in den neuen Bundesländern. Ronald Heinowski fliegt seit gut 20 Jahren auch über die sächsische Lausitz. Dabei entstehen beeindruckende und archäologisch wertvolle Aufnahmen, welche jetzt hier in der Energiefabrik in einer Sonderausstellung erstmals in dieser Form zu sehen sind. Cornelia Rupp und ihr Team vom Sächsischen Landesamt für Archäologie haben sie zusammengestellt. 2024 ist für das Landesamt für Archäologie Sachsen so ein bisschen, hat es den Schwerpunkt Luftbildarchäologie. Wir haben eine große Publikation dazu herausgegeben und die Ausstellung ist sozusagen ein Begleitprojekt dieser Publikation, die den gleichen Titel trägt, Höhenflüge, Luftbilder und Archäologie in Sachsen. Und die Ausstellung soll natürlich dem Publikum auch noch mal ein bisschen begreiflicher machen, was sich hinter dem Begriff Luftbildarchäologie versteckt. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Es ist eine zerstörungsfreie Prospektion. Das heißt, wir beobachten Denkmale, die unter der Erde liegen, aus der Luft. Also Archäologen gehen nicht nur in die, graben nicht nur in der Tiefe, sondern gehen auch in die Höhe und sehen dann Dinge unter der Erde, ja, die man vielleicht gar nicht vermutet. Nicht nur die Aufnahmen von Heinowski, sondern auch LiDAR-Scans geben einen Einblick in die jahrhundertealte Geschichte. Von alten Siedlungen über Befestigungsanlagen bis hin zu Gräbern. Auch die junge Vergangenheit hat ihre Spuren bereits hinterlassen. So sind aus der Luft beispielsweise noch die Überreste des Zweiten Weltkrieges sowie auch die Grenzanlagen zwischen BRD und DDR zu erkennen. Durch die Konservierung in der Erde sind aber auch heute noch beispielsweise die Überreste der Handelsstraße Via Regia oder der Slawen zu sehen. Denn vor allem die Wirtschaft und die Lebensweise hinterlassen ihre Spuren, die heute zum Teil nur noch von oben ihre ganze Pracht entfalten. Und die kann jeder noch bis Ende Oktober in der Energiefabrik Knappenrode entdecken. Alternativ gibt es über die Internetseite archaeo-en.de einen Teil auch online auf Abruf.